So, mein Lieber, endlich sehen wir uns wieder. Hat lange gedauert. Guten Morgen, Alex. Grüß dich, mein Lieber. Super Booth in Berlin. Ja. Ganz ehrlich, unabhängig von dem ganzen Covid-19, endlich mal wieder Festival, ja. Messe, Gleichgesinnte treffen. Und es ist natürlich immer schön, dich auf eine dieser Veranstaltungen zu treffen. Wir quatschen ja so privat auch oder daten uns ab über die Technik. Aber jetzt schön. Grüße an Dr. Schneider, dass er das hier alles wieder mal mit seinem Team aufgebaut hat. Auf jeden Fall. Ich finde es auch echt fantastisch, hier mit Adam Audio zu sein. Du kommst ja auch gleich noch bei unserem Stand vorbei. Wir hatten mit dir ja, vielleicht erklären wir kurz, was wir eigentlich mit dir vorhatten, aber dann noch über dich als Person, woher man dich vielleicht auch kennt. Bilo, dich wollten wir ja hier auf die Superbooth entführen, weil du für uns Sounds aufnehmen solltest. Right. Human Organic Sounds. Ganz genau. Wie kommt das? Wie kommst du dazu, dass du deinen Mund dafür benutzt? War das schon immer so oder wo kam die Idee her? Als kleiner Junge habe ich schon immer mit meinen Matchbox-Autos. Dann kam ein Raumschiff. Sounds gemacht. Ich mochte, wenn ich ganz ehrlich bin, Michael Winslow von der Police Academy. Hammer. Wenn der dann irgendwie so. irgendwie Roboterstimme, irgendwelche Sachen gemacht hat, hat mich als kleiner Junge richtig geflasht. Und habe ich immer nachgemacht und einfach so, das waren Inspirationen. Und letztendlich war das dann auch so, dass ich schon als 11-Jähriger von meinem Onkel, meine beiden Onkels haben auch ein Studio in Berlin-Tegel, die haben auch immer Sounds gemacht, einer von den beiden auf jeden Fall richtig. Und die haben mir damals schon ihre ausgemusterten Drumcomputer gegeben. Ich hatte wirklich eine Hi-Hat, eine Bass und eine Snare. Das waren ganz kleine Maschinen mit drei Pads ohne Sequencer und das war mir dann zu langweilig, dass ich nur diese drei Sounds hatte. Also musste ich noch irgendwie was dazu machen, hatte dann irgendwie noch da mein Oldschool-Mischpult und dann habe ich das dann immer auf Tape aufgenommen. So, ja. Und so kam das dann so, dass ich aus der Not mehr Sounds adden würde. Ich will jetzt nicht sagen, wenn der Drumcomputer damals schon mehr Pads gehabt hätte, dass ich keine Sounds gemacht hätte, aber das war so der Punkt. Und jetzt bin ich 47. Wir reden hier wirklich von ja, 85, 86, 87 so. Ja, als kleiner Junge so ein bisschen rumgespielt. Nice. So. Da kann man ja froh sein, dass die damals noch so limitiert waren, die Drumkisten. Ja. Ne? Dass du dann wirklich auf die Idee gekommen bist, da selber was zu machen. Ja, sehr cool. Wie ging denn dann dein Gang weiter? Also letztlich hast du dann das bestehende Equipment, das du hattest, so genutzt und ergänzt. Ja, richtig. Und was war dann die nächste Station? Letztendlich muss ich sagen, Leute, ich bin wirklich schon immer Hip-Hop-orientiert gewesen und bin schon seit vor dem Fall der Berliner Mauer graffiti-mäßig sehr aktiv. Ja, hab immer viel gesprayt, hab mich für Breakdance, für Rap und auch Producing und DJ-Scratchen interessiert. Hm. Und da war einfach der Punkt, ich hatte am Anfang noch keine Technik 12-10er. Ich hatte nur die Nachbauten von Technik mit Riemenantrieb, aber wollte immer schön scratchen. Und dann ist die Nadel natürlich ab und zu gesprungen und musste ich halt irgendwie selber improvisieren, wieder das technische Ding. Kleiner Junge, Teenager, hat nicht das Hardcore-Equipment, musste ein bisschen so ergänzen und habe dann tatsächlich mit meinen Kollegen, meinen Freunden, meinem Nachbar Wolle und seinem Bruder Rainer etc. eine Radiosendung gemacht im offenen Kanal Berlin 1990, die hieß Hip-Hop Corner. Es war so Bürgerradio, wo man auch richtig offiziell sich einschreiben musste. Und da war es tatsächlich so, dass wir jede Woche dann eine Sendung gemacht haben. Auch schon, dass Leute anrufen konnten, Studiogäste. Wir haben dann immer die Single der Woche verschenkt. Aber hatten auch so einen Part, wo man so ein bisschen so Impro-Sounds präsentiert hat. Ja? Aber wir waren ja noch keine Producer oder haben ja nicht richtig losgelegt. Aber das Ganze hat sich dann so natürlich weiter hochgeschaukelt, weil Berlin sehr Hip-Hop-lastig. Das ganze Umfeld hat mich immer sehr interessiert. Und mache ich einen Zeitsprung, habe ich so wirklich dann erstmal so über 10 Jahre sehr aktiv Graffiti gemacht, auch überregional und quer durch Europa. Aber kam dann immer so auf den Trichter, dass ich auf Hip-Hop-Jams, die wir ja damals waren, die ganzen Veranstaltungen, auch viel fotografiert habe und dann auch später schon Ende der 90er mit der Videokamera sehr viel gefilmt habe. Und war ich so ein bisschen so
Redakteur, journalistmäßig, sage ich mal, ohne Presseausweis, rein aus dem Bauchgefühl raus. Aber habe dann auch schon so dadurch so hinter den Kulissen so mitgekriegt, wie läuft das Ganze. Also, dass ich auch geguckt habe, okay, die machen da eine Veranstaltung, da läuft es so mit einer Halle mieten, Security, die Leute einladen und sich um die Gäste kümmern, die Künstler betreuen und so. Das Ganze hat sich so immer so ein bisschen so, dass ich da so mit dem Auge hingeschaut habe. Naja, und es kam dann auch so, dass ich dann wirklich, ich glaube 1997, mal aushilfsweise in Berlin in der Arena ein DJ-Battle moderiert hatte. Ja, da war irgendwie die hatten gar keinen Host. Der Veranstalter hat alles organisiert, super DJs, alles da, Soundsystem, aber der hat gar nicht daran gedacht, dass da auch ein MC mit der Stoppuhr das checken musste. Und ich war am Start, habe dann den Job gemacht. Das hat mir gefallen, mein Standing dann so als Amateur-Host hat sich dann so ein bisschen so rumgesprochen, so dass ich dann tatsächlich mehrere kleine Battles 1998, 90, 99, 2000, sagen wir mal, um das kurz zu machen. Und dann kam ich in Kontakt mit Ice Wide Open, den Veranstaltern der ITF DJ Championship, International Turntablist Federation. Die hatten die ja damals gemacht in Deutschland und europaweit so. Und die haben mir echt die Möglichkeit gegeben, besonders Marco und Kai, die damaligen Chefs, dass ich dann halt der Moderator von so einem offiziellen Event sein durfte. Klar, und wenn wir jetzt hier heutzutage elektronische Musik, hier gerade auf der Superboost, sämtliche Gimmicks, Hightech-Tools, Patch-Bay, alles voll Action. Ich habe das wirklich so kennengelernt, dass die Leute wirklich mit zwei Turntables und dem Mischpult ihre Sounds von dem Vinyl nochmal selber die Rille gesucht haben, die Schallplatten markiert haben, um... Genau, dieses Sound, ja, die weißt du, das war, da habe ich auch gemerkt, weniger ist mehr. Ja. So minimalistisch, und weil ich habe ja wirklich die Creme de la Creme der DJs europamäßig und natürlich auch international als Jury beobachtet bei ihren Sets, habe die anmoderiert, habe dann da wirklich mich reingefuchst in das Ganze und habe gesehen, ey, der Turntable ist ein Instrument. Das ist ein Instrument, ja. Naja, so letztendlich kam das Ganze dann, hat sich dann so entwickelt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich bin aber eigentlich Human Beatboxer, weil ich schon während meiner, wenn ich nochmal zurückgehe, während meiner Graffiti-Sessions mit meiner Crew, ich bin von der T2B-Crew, Try to Bust, Travel to Berlin, Time to Battle, wie auch immer, war das oft so, dass wir mal in unserer legalen Graffiti-Hall of Fame unser Kassettenrekorder die Batterie leer war. Dann hatten wir keinen Sound, und wenn wir da so ein ausgiebiges Bild malen, dann stehen wir da an der Wand von mittags um 10 Uhr morgens bis abends um 19, 20 Uhr, also schon richtig lange, ja. Und dann ist die Batterie leer und meine Kollege, ey Bülow, mach doch mal ein bisschen Beatbox. Also ein bisschen so, um uns beim Sprühen so ein bisschen noch so einen kleinen Vibe zu geben. Ich stand jetzt nicht die ganze Zeit da und habe nur Sounds gemacht, aber das war so ein bisschen so das Gefühl. Ja? Das wird die Arbeit gedrückt. Kann man sagen. Ja. Eigentlich habe ich schon losgelegt, aber habe die anderen auch machen lassen. Ja. Aber musst du dir aber vorstellen, als ich denn diese Weitsicht in dieser DJ-Szene, diesen ganzen Kultur so auch miterlebt habe, weil das ist ja dann auch mit der Entwicklung von MP3, was jetzt heutzutage schon wieder oldschool ist, sagen wir mal. Aber der ganze Vinylmarkt ist ja damals erstmal eingebrochen. Das war ja so, dass das Sachen wie Final Scratch Pro oder Serato und so, diese ganzen Gimmicks, die ja so mit Timecode den DJ helfen, dass sie auflegen können, das war damals noch ganz, ganz neu. Und das hat diese ganze Kultur und diesen Markt auch komplett verändert. Und da haben wir dann auch gemerkt, okay, veranstaltungsmäßig ist man dann so ein bisschen in ein Loch gefallen. Also auch diese ganzen ITF-Sachen sind dann immer lower geworden. Ja, das hieß dann auch später IDA. Und ich habe auch einmal sogar in der Kölner Stadtpark die DMC, kennst du noch DMC? DMC DJ Battle habe ich auch einmal gehostet. Also ich war theoretisch bei beiden. So als wenn du für Adidas und für Puma am Start bist, so sage ich mal. Aber hab mich dann besonnen und hab gesehen, okay, so machen die das mit der Event-Orga. Ich hab dann einen Schlüsselmoment gehabt. Wir waren in Hamburg in der Markthalle. German Championship, ITF, Creme de la Creme der DJ-Szene da. Und ich als Moderator stehe da beim Halbfinale auf der Bühne,
ausverkaufte Hütte, packed full, ganze Location, Venue voll mit Menschen, alle warten auf, dass die Leute da scratchen. Auf einmal hat der eine von den DJs einen technischen Fehler mit seinem Mischpult. Keine Ahnung, Rückkopplung, irgendwas defekt. Kommen gleich die Techniker auf die Bühne mit Lötkolben und haben das dann repariert irgendwie so. Ja, aber ich stehe dann da, buh, was ist hier los? Wir wollen DJ-Battle sehen. Was machen die da mit den Lötkolben so? Oh shit, ich als Moderator muss natürlich jetzt mal einspringen. Ein paar, zwei, drei Minuten, währenddessen die da am DJ-Set da reparieren. Ja. Ladies and gentlemen, are you ready for some small human beatbox freestyle? The robot sound in Hamburg. Irgendwie freestyle-mäßig losgelegt, ja. Aber das ist entscheidend, weil es ging danach dann weiter. Ja, ja. Halbfinale, Finale und wurde ein Champion ermittelt. Mhm. Nächsten Morgen, nach dem Frühstück, war ich in meinem Hotel irgendwo in Hamburg, habe so ein bisschen gechillt und nachgedacht, ich war gestern auf dem DJ-Battle, aber ich habe Beatbox gemacht. DJ-Battle, Beatbox. Bing! Daniel Düsentrieb. Beatbox-Battle. Ja, und so war eigentlich, dann kam wirklich die Idee auf mein Brand. Ich meine, ich habe seit 18 Jahren die Marke Beatbox-Battle. Habe ja mittlerweile 5 offizielle Beatbox-Weltmeisterschaften veranstaltet und einmal auch die Loopstation World Championship, Looping Masters. Mhm. Ja, also da muss ich auch echt immer sagen, danke, du hast mich da auch wirklich mit deinem Team auch unterstützt. Es war total geil, wirklich, also jetzt gar nicht jetzt hier Promo machen und so, aber Leute, es ist ganz wichtig, wenn wir als eine kleine Independent-Organisation sowas wie so ein Battle machen, ja, und die Teilnehmer da mitmachen, dann ist es natürlich auch eine richtig geile Motivation, unabhängig von dem Titel und irgendwie den großen Siegerpreisen, dass wir dann irgendwie noch einen schönen Novation Soundbox oder wie auch immer, beziehungsweise Groovebox oder Focusrite geile Audio-Interfaces an die Gewinner, erster, zweiter, dritter, vierter Platz als Giveaway geben können. Herzlichen Dank dafür. Ne? Und genauso halt, wenn wir jetzt gerade hier Adam Audio am Start sind. Ich möchte mich hierzu auch ganz doll bei Adam Audio bedanken, weil die uns 2018 bei der Beatbox-Weltmeisterschaft voll unterstützt haben. Weil neben dem ganzen Wettkampf haben wir noch im Generator Hostel, wo die ganzen Artists und Freunde gewohnt haben, unsere kleine, sag ich mal, Workshop-Station aufgebaut. Sämtliche Devices und so. Eine Mini-Variante von Superboost in abgespeckter Form. Ja. Und Adam hat uns da die geilen Boxen alles hingestellt und voll unterstützt. Man, die ganzen Kisten dann alle wieder zurück zum Werk. Die Leihware, die anderen, die guten Dinger konnte ich behalten. Danke dafür. Aber um dem ganzen Ding jetzt eine runde Sache zu geben, muss man sich das mal vorstellen. Ich habe tatsächlich diese ganz, ja, soll man sagen, Randgruppe oder Nischen-Hobby, Human Beatboxing, ist ja jetzt kein Mainstream-Ding. Ja? Ich habe Kontakt zu großen Schallplattenlabels, Major-Labels etc., aber da war Human Beatbox nie ein Thema. Klar, jetzt nicht nur ich, auch meine Kollegen und Befreunde und Kumpels, auch Girls haben wir, die das machen. Ich habe die eine oder andere Booking auch organisiert für Synchronsachen, Filmvertonung, Soundsachen, Werbesachen habe ich auch viel gemacht. Aber letztendlich ist es keine Andockstation für die Musikindustrie. Muss man echt sagen. Ja? Also es ist tatsächlich nie so, dass wir jetzt da richtig krass jetzt die Singles rausgehauen haben und die jetzt bei Spotify da so laufen. So, ja? Es ist wirklich ein Live-Ding. Und ich kann da wirklich auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, meine Marke, die Organisation, die ich ins Leben gerufen habe, Beatbox Battle Network oder unser Medium Beatbox Battle TV, wir sind da mit 61 Ländern der Welt vernetzt, eng verbunden. Ich wirklich sämtliche Kontinente bereist und habe halt auch knapp 300 Veranstaltungen mitorganisiert. Wow. Es ist tatsächlich so, dass die meisten von denen wirklich die Wettkampfregeln, die ich irgendwann mal 2002 in Berlin bei der ganz kleinen German Beatbox Championship gestartet habe, die an die ganzen 60 Partnerländer übernommen und denen halt auch so Support gegeben habe. Und die jeweiligen Gewinner, die habe ich dann immer zu meiner Weltmeisterschaft oder zu unseren WMs nach Berlin eingeladen. Und da haben wir tatsächlich Männer-Battle, One-on-One, Junge gegen Junge, Female-Battle, wo Frau gegen Frau, sag ich mal. Es ist wirklich da Gender getrennt gewesen die ganze Zeit. Jetzt im jetzigen Zeitalter, wo das ein großes Thema ist,
Natürlich geht es auch alles gemischt, aber wir wollten uns da so ein bisschen wie bei der Olympiade halten. Das ist einfach, weil am Ende gibt es zwei Weltmeister, den Weltmeister und die Weltmeisterin. Und wenn es Gender gemischt ist, dann hätten wir nur einen Champion, ja. Aber was auch dann interessant war, weil ich maße mir an zu sagen, ich habe da auch Innovation in diese Szene reingebracht, so als Papa Schlumpf der internationalen Beatbox-Szene. Muss man mal, Alex, mal ganz ehrlich, wenn man so in sich denkt, will ich jetzt nämlich nicht hier die Lorbeeren, den Orden ranhängen, aber hätten wir früher nicht gedacht, dass da ein Bülow aus Berlin kommt und da eine weltweite Beatbox-Sache macht? Hätte ich eher gedacht, das macht einer aus New York oder aus London. Keine Ahnung, wie auch immer, ist nun mal so. Ich habe da Vollgas gegeben jetzt wirklich. Aber dann habe ich da Innovationen reingebracht, sondern auch Tag-Team. Ja. Zwei gegen zwei. Und das ist auch geil. Ja. Einer macht den Drums und der andere macht die Melodie, die Effekte und so kommen, oder Gesang und so. Das ist richtig krass. Ja. Oder Crew gegen Crew. Musst dir vorstellen, 4 bis 5 Chinesen gegen 4 bis 5 Argentinier oder weiß ich nicht, 3 Kanadier gegen 3 aus Südafrika. Richtig Bombe. Und das ist dann wirklich so Beatbox-Orchester. Und da ist halt der Punkt, dass wir das immer mehr probiert haben, auf ein Level zu bringen, weil wir ja wirklich nicht diese elektronischen Sachen als Hilfsmittel benutzt haben. Wir haben irgendwie unsere Mikrofone immer eingesetzt natürlich und unsere menschliche Stimme, aber man muss sagen, die Evolution hat uns auch eingeholt, weil dann kamen halt Props gehen raus an Boss natürlich, muss man sagen, ja, Roland Tochterunternehmen, dass die halt mit der Loopstation da ein Modul auf den Markt gegeben haben, muss man einfach Props geben, ja, die den Beatboxer ein Device gegeben hat, wo sie mit ihrem Mic reinpluggen konnten, aufnehmen und das aufnehmen können. Aber jetzt muss man sagen, ich habe ja sehr viel mit Novation gearbeitet, gerade halt diese Vocoder-Geschichten, weißt du? Also ich bin da sehr, sehr down mit eurem Equipment, aber ich muss sagen, das ist so mein Liebhaber-Ding, weil ich kann auch nicht den Leuten aus der Sicht eines Veranstalters sagen, ihr müsst jetzt alle da die Novation Vocoder mitbringen oder ich stelle die da einfach auf die Bühne, weil die müssen sich mit dem Gerät auch ein bisschen auskennen und wissen, wie was läuft. So, ne? Und letztendlich ist es learning by doing, aber heutzutage, wenn ich diesen ganzen Markt hier betrachte, ist ja eine große Industrie mit den elektronischen Geräten, ist es schon zum einen sehr nerdmäßig, was ich sehr liebe, ja, das soll nicht abwertend sein. Dennoch, wenn ich mir vorstelle, bis die erstmal alle ihre Patchbay-Kabel eingebaut haben, Strom angemacht haben, alles eingestellt haben, der Beatboxer geht darauf hin.